Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Und ja, ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Tage die Tyrannen nicht gespielt. Ich wusste nicht, was meine Einheiten hier unten machen. Wir haben zwar das hier eingenommen. Ich hoffe, glaube ich, draus, dass das Chaos hier rauskommt. Darum habe ich mir jetzt gerade Master mal den Weg frei und da fiel mir ein, ey. Hier kannst du erstmal ein Schiffchen bauen, haben wir gemacht. Und hier habe ich noch eine Mission. Na? Und wir sind hier bald bei Stufe 3, kritisch. Dann geht unsere ganze Kampagne flöten. Ich weiß nicht mehr, was hier war für eine Mission. Ich glaube, wir machen es einfach mal. Dass wir das hier in diesem System oder in dieser Galaxie oder was auch immer endlich hinter uns haben. Und das vielleicht hier runter geht. Dass wir uns um das Medusa. Um den Medusa-Bereich kümmern müssen. Hoffentlich ist es eine einfache Mission. Aldari. Ein Festmahl. Gut. Ich hab Hunger, ihr auch? Schön lecker Elder. Ja, die Bedrohungsstufe zeigt das Interesse der Fraktion an jedem Sektor an. Je höher sie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Fraktion aggressiv handelt. Okay. Das war jetzt diese Bedrohungsstufe. This is what has confounded upstart humanity so. There are two lessons to be taught this day. We should tread lightly. Destiny's skeins are brittle. They may not bear the weight of presumption. Timid deeds win no victories. Let the humans relearn their place. And these tyrannids that they have no place at all. I urge caution. The fates flow strangely in this region, and signal interference shrouds the stars. There may be many surprises for the unwary warrior. Ah ja, mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, ob ich das je erzählt habe. Falls sich jemand wundert, die Tyranniden unterhalten sich nicht. Genau, das sind einfach Kampfmaschinen, das sind einfach nur, ja, Lebewesen, die kein eigenes Gewissen haben. Sind einfach nur zum Töten und Fressen da. Für die Biomasse, für den Schwarm. So. Tja, bin mal gespannt, was wir gleich hier machen müssen. Zerstören Sie jedes der, naja, Streitkräfte oder verjagen Sie sie. Ja. Sieht ja nicht wenig aus, was wir da verjagen sollen. Wer ist denn hier überhaupt der Anführer der Streitkräfte? Ach so, sind die etwas kleineren hier, ne? Genau, denn da die größeren hier sind nicht die Anführer. Okay. Muss ich mir nur merken. Ah, nein. Da kommt das erste Signal, da sind echt viele. 3, 6, 8 Signale, die wir zerstören müssen. Und ihr wisst, die Elder schlagen ja. Ah, das ist ein Trümmerteil. Ah, Trümmerteile gibt es auch wieder. Ich freue mich. Trümmerteile sind gut. Also, sie haben uns noch nicht gesichtet, ne? Aber das ist der Bereich, wo der Feind uns wahrscheinlich sichtet und hier können wir erst schießen. Hier sichten wir erst. Braves Trümmerteil. Durchtriebenes Brutgeschwader. Und der? Hacken. Ah.
Das Schiff wird zur Tyrannie gezogen. Fressentakel. Feins. Und jetzt gehen wir mal auf Gas. Ich wollte schnell aus diesem Strudel raus. Alter, die sind echt gut. Warte mal, schnell. Pause. Da sie das optionale Ziel abgeschlossen haben, konnten sich Tyranniden-Verstärkungen im Kampf anschließen. Ah, hier. Energie, wir verlieren das nächste Schiff. Ey, das sind, glaube ich, Heldschiffe, ne? Die wir verlieren hier. Ja, aber sowas von. Also Anführer. Zieht euch mal zurück, bitte. Und, ja. Sieht nicht gut aus. Wir hauen ab, die Schweine. Sein Schiff brennt. Ich konnte den Tentakel noch nicht mal testen. Ah. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kriege voll auf die Fresse. Ah, jetzt macht sie wieder den Turboantrieb. Los, Torpedo, Feuer! Oh, wir verlieren ein Schiff nach dem anderen. Wir müssen in den Nahkampf. Schon vergessen. Treibendes Wrack. Weiter. Oh, nicht weiter. Hau ab da! Super. Schön viele Strukturpunkte verloren. Verstärkung ist komplett da. Ey, ich weiß nicht, wie viele Feinde da noch sind, ey. Ich nehme meine Flotte auseinander. Ich komme einfach nicht hinterher mit diesen dicken Dingern. Keine Chance. Haut ab.
Wann der hat keine Strukturpunkte mehr, die sind alle gleich tot. Scheiße, ey. Ich glaube, das wird so eine richtige große Niederlage. Ah, Torpedos mögen die ja nicht. Wenn ich Torpedos aktiviere, haut er ab. Pass auf. Oh, das war eine doofe Idee. Das war eine richtig doofe Idee. Auf das Große, muss jetzt sterben. Ja, der weicht ihn jetzt aus. Ja, sicher. Torpedos sind ein Witz gegen diese Elder. Das kriegst du nicht hin mit den Torpedos. So, jetzt schnell weg da. Raus da. Ja, sicher. Der ist doch draußen. Oh nein, ey. Komplette Flotte im Arsch. Komplette Flotte im Arsch. Alter Schwede, ey. Der eine hatte ja diese Haken gehabt, aber ich kam noch nicht mal dazu, diese einzusetzen, weil sie haben so vorher das das Schiff rausgefischt. Alter Schwede. Ein Schiff hat überlebt. Anführer, tot. Ach, das ist die Reserve, die kam gar nicht rein. Ich brauche bessere Anführer. Das sind ja leichte Kreuzer und die anderen sind genug Kreuzer oder größere und alles Leichte ging zu Boden. We have underestimated the Tyranids' ferocity. I can feel them crawling through the void. Their claws scratching at my thoughts. This is a setback. We have endured far worse. We will do so again. No. We cannot walk this path alone. Pride has been a dagger in our heart too long. Extend greeting to our allies. Petition for their aid. As you will it. Das heißt, sie werden jetzt mit den Menschen zusammenarbeiten. Aber mit den Necrons kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber... naja. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Ah, der hat geladen. Ah, nur 750 Ruhm, wir brauchen mehr. Ein Festmahl. Das war kein Festmahl, das war ein Massaker. Sie haben
750 Ruhmpunkte. Die haben 400 Biomasse. Das ist ein Witz. Verstärkung. Was? Eine Tyranidenflotte ist als Verstärkung eingetroffen. Und wird im Blablabla-System im Sektor. Was ab sofort kann in Kämpfen. Okay, Interferenzen, Events schon. Has Admiral Spire responded to our overtures? Not as yet, alas. The sands of time flow away. Are we to be carried off alongside? We need more time. The Terek system must be held. For how long? For as long as we can. Go! Nachschlag. Hochadmiral Spire hat bisher noch nicht auf, dass er Soldatenkrieg kriegt. Ja. Die sollen das System einnehmen. Im Caliban-Sektor. Ich glaube, ich scheiße hier auch echt auf diesen Bereich. Wir gehen gleich zum Caliban-Sektor und futtern uns da durch. Gönnen uns mal den Nachschlag. Dann soll das Chaos doch diesen Sektor übernehmen. Wichtig ist ja sowieso hier unsere Brutstätte. Haben wir hier einen Planeten, wo wir Schiffe bauen können? Eigentlich hier. Was haben wir denn da so? 1000. Weil darüber kommen wir eh zum Medusa-System. Also ich glaube, hier können wir mal durch. Alles mal ein bisschen zerstören. Das ist noch ein Plan. Das Chaos lassen wir mal in Ruhe. Vielleicht. Boah. Da ist die Verstärkung. Problem ist, wir bauen hier zu wenig Schiffe. Brauchen mehr Verstärkung. Und wir haben mehr aktive Flotten. Wie lange dauert es, diese scheiß Konstruktionspunkte sich wieder aufladen? Weil bis wir ein Schiff von hier nach da unten gesendet haben, da wo wir sehr viele Konstruktionspunkte haben und Schiffe bauen können, die sind auch nicht voll nachgeladen, aber das sind ja 5 Runden oder so. Wir brauchen hier oben ein System. Haben wir hier noch Einheiten? Nö, das nehmen die uns auch weg. Ist auch nicht wichtig. Ich glaube, wir müssen vermehrt auf die Mission gehen. Gut, dann war es das mit der Runde. Schau an, Space Marines. Hab ich was verpasst? Ach, da ist auch noch ein Teil von meiner Armee. Den habe ich ja komplett vergessen. Schade, ich habe keine Weltraumverteidigungsplattform. Ja. Vielleicht wird das jetzt ein großes Festmahl. Gucken wir mal. Ich habe Hunger und noch nicht gefrühstückt. Aktuell ist es bei mir 8.48 Uhr. Kaffee ist leer. Ich habe Hunger. Auf Menschenfleisch. So. Ich fand, wir haben ja gerade gewonnen, aber irgendwie war es gefühlt eine Niederlage. Und jetzt will ich einen Sieg. Ach, wir haben so viele Kleinschiffe. Genau, ich wollte ja mal irgendwas testen. Darum habe ich hier so viele Kleinschiffe reingeballert. Einfach so der Gedanke war, Tyranniden sind Masse. Und das wollte ich jetzt hier mal mit dieser Armee widerspiegeln. Ob das jetzt eine gute Idee ist, es sei mal dahingestellt. Boah, testen wir einfach mal, ne? Ich muss echt mir diese... auf
Diese Anführerschiffe muss ich mehr Acht geben. Und wer bist du denn? Anführerschiffe. Ich mag, also eigentlich ist das egal, was man hier sich macht. Ich suche mir jetzt. Achso, ich kann ein Schiff nur eine Gruppe zuweisen. Oh, das ist doch echt ätzend. Na gut. Ich will nur, dass ich dann sagen kann, wenn ich irgendwie die Übersicht verliere, so, oh, zwei, wenn ich hier sehe, so zwei ist fast zerstört, draufklicke und rausziehe. Oh nee, ne? Ist das hier so eine Mission mit diesen Wracks? Aber, oder sind das alles Space Marine? Na los, für den Schwarm. Ich gehe erstmal zu diesem einen Signal. Ein Signal, das ist genau, das ist gut für mich. So. Gas. Gas. So, alle haben Feuererlaubnis. Ja, ich glaube, es ist so eine Mission wieder mit diesen ganzen Teilen. Ey, es sind überall Signale. Signale! Haben die klein was zum... Nee. Sporenexplosion, davon lassen wir mal die Finger. Aber das ist schön, die Kleinen sind nicht zu schnell. Also die, generell die Tyranniden scheinen doch eher lahmarschig zu sein. Vielleicht sollte ich bei den Tyranniden doch mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Da haben wir einen Wrack. Ich wette eh, dass diese Symbole hier, die hier kamen, die hier, das sind die. Ich will bloß hier keins von links oder rechts haben. Diese Symbole, die jetzt das da passieren. Okay. Dann drehen wir gleich mal. Ja. Ziel voraus. Heute gibt's Menschenfutter. Ja, wir wurden gerade erkannt. Feuer! Komm mal her hier. Sei nicht so schüchtern. So. Energie. Weg. Hast schon schön Schaden angerichtet. Ah, hinten sind nämlich die großen Schiffe. Der große kann gleich hierher kommen. Komm mal raus. Oh, du kannst jetzt wieder umdrehen.
Okay, du gehst. Holen wir uns die Großen da. Ah, da ist auch einer. Guck an. Der ganz große. Noch mehr. Kommt hier in den großen Kampfverband. Los, alle auf den nächsten da. Oh, mein Gehirn ist kaputt. Ich glaube, wir brauchen langsam Verstärkung. Die kriegen wir auch hier, ne? Auch die rupfen so ein bisschen meine Armee auseinander. So, jetzt opfere ich mal hier die kleinen Schiffe. Wenn das was bringt. Ich glaube irgendwie nicht. Die Nase. Ja, ich glaube, dass wir den Anführer hätten uns sparen können. Ich glaube, wir warten mal, bis die ganze Verstärkung da ist. Kommen wir zurück. Die kommt hier überall so kleckerweise. Das bringt nichts.
Das bringt nichts. So, jetzt sind wir führerlos wieder. Da hinten ist noch ein Schiff hier. Na gut, das ist auch gleich Geschichte. Aber wenn ich das gerade sehe, sind einige gemeutert. Kann das sein? Und explodiert. Oh. So, alle Mann da. Eigentlich das andere machen und ja, dann eine Sporminen-Explosion. Na, das war's. Die Sporminenfelder machen, glaube ich, irgendwie die auch noch kaputt, kann das sein? Ah, da ist nur das Große. Erst die große Schiffe, die kleinen interessieren mich gerade nicht so. Echt noch jede Menge Scheiße da. Zwei auf einen Schlag. Oh, das war eigentlich ein treibendes Wrack, aber irgendwie nehmen die noch. So, ich glaube, wir haben gleich ganz viele Punkte wieder, oder ganz viel... Also unsere Armee, wir haben, unsere beiden Armeen sind dann quasi nicht mehr vorhanden.
jetzt haben wir wieder ein treibendes Wrack. Vielleicht bleibt das auch so. Jetzt müssen wir mal zurückziehen, da kommt die Verstärkung. Also ich lerne jetzt gerade daraus, dass wir, wenn wir gegen Elder spielen, auf jeden Fall mehr von diesen Spornfeldern-Minen brauchen. Ruhig die kleinen opfern. Ja, explodiert. Wunderbar. Komm, machen wir das kleine da kaputt. Was wichtig ist immer dieser Angriff, Entermanöver. Weil wir haben, glaube ich, verstärkten Liktoren. Und ja. War auch wieder ein Festmahl, aber herbe Verluste. So schnell wie wir unsere Flotten verlieren, kriegen wir gar nicht die Leute nach. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir haben keine richtige Brutstätte oder so, wo die Schiffe ratzefatz nachgeliefert werden. Das dauert alles zu lange, ne? Die komplette Flotte. Komplett. Sigma-Levitan-Ranke ist Geschichte. Oh, da hat ein Schiffchen überlebt. Oh, hier sieht's besser aus. Ich krieg da nicht mal Ruhm für oder sowas. Dreck. Oh, jetzt nehmen sie mal den anderen Sektor ein da. Ne? Ja, zerstört das Medusa-System. Es ist mir nämlich zu sehr aufgerüstet. Hier haben sie alle aufgerüstet. Hammer. Wir müssen uns hier irgendwo eine Welt aufbauen. Und was haben wir? Wir haben nichts. In den Kacksektor mit 3 Strukturpunkten, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ey, 2 große Niederlagen und wir kriegen kaum das Geld, was wir bräuchten, um das wieder auszugleichen. Kann ich das Schiff vielleicht mit einer anderen Flotte verbinden? Dass wir uns quasi den Anführer sparen. Dann kann ich jetzt einen neuen Anführer auswählen, aber ich will keinen neuen Anführer. Oh, das ist doch bescheuert. Runden, dann ist der hier. Ich könnte den abfangen. Haben wir einen Anführer da? Oh ja, hier einen großen. Der kostet aber erforderliche Ressourcen. Haben wir nicht? Die Führungsstärke ist nicht so ganz gegeben bei den Tyranniden.
Dann ziehen wir dich da auch mal in dieses System zurück. Das hierher. Ja. Hier warten wir langsam auf Strukturpunkte, damit wir nach und nach unsere Flotte wieder verstärken können. Scheiße. Gut, ich glaube erstmal, das war's. Tja, wir brauchen mehr Ressourcen und wir brauchen mehr Flotten, wir brauchen mehr Konstruktionspunkte. Also gerade eben bin ich echt der Meinung, diese Kampagne wird echt auf die Füße fallen. Weil wir haben keine richtigen Sektoren irgendwie ausgearbeitet, nichts. Und das Einzige, wo wir gut Konstruktions- oder Schiffe bauen können, ist hier dieses untere Kacksystem. Das Geld geht uns flöten, wir sind im Minus. Weil wir haben schon unsere so viele Flottenschiffe verloren und trotzdem ist der Flottenunterhalt zu teuer. Das kann es nicht sein. Hier, 7 waren wir mal. Naja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Der Schwarm kann es gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.